Der ist ja 1951 zur Deutschen Bundesbank gekommen. Die Informationen kriegen wir zum einen von der Dokumentationsabteilung, wie das Vorbild aussieht. Auf dem Fahrzeug sind verschiedene Motoren, Getriebe, Trägestelle ausprobiert worden. Ja, das ist immer sehr spannend, wenn die ersten Teile dann aus der Form kommen. Das ist das zweite Clubmodell in der Baugröße halb Null, der VT92501, ein Einzelgänger. Seine Konstruktion war anspruchsvoll. Jochen Hoffmann bewältigte sie mit Bravour. Wir haben einen ziemlich flachen Motor gewählt, den wir möglichst tief unter der Inneneinrichtung angebracht haben, damit wir schön die Inneneinrichtung auf Fensterhöhe machen konnten. Und die Leiterplatten dafür haben wir möglichst hoch gesetzt auf die Inneneinrichtung, damit man die Elektronik wenig sieht, weil die Fenster ja ziemlich weit hoch gehen bei dem Modell. Da ist uns das gelungen, die Platine und auch den Decoder, dann noch, der noch oben drauf kommt, auch noch so zu verstecken. Ja, der Lüfterantrieb hat einen extra kleinen Motor, der dann senkrecht noch über dem Getriebe steht. Da haben wir auch eine große Herausforderung gehabt, dass wir den platzmäßig unterbringen. Und so sieht man dann von oben durch ein feines Lüftergitter schön den Rotor drehen. Kann man als Extrafunktion dann einschalten. Hier haben wir noch das Loch oben für den Lüfter. Erstmal in der Form zu, damit der Druckguss schön durchfließen kann. Und später wird es dann in der Bearbeitung aufgemacht, damit man schön auf den Lüfter nachher, der beweglich ist, unten drauf schauen kann. Ja, im Führerstand haben wir möglichst viele Armaturen dargestellt und auch geschaut, dass das Licht nicht rausscheint von unten, von der Beleuchtung her. Und die Beleuchtung haben wir noch eine extra Maske um die LED gemacht, damit man, wenn man vorne ins Fahrzeug reinschaut, nicht direkt auf die LED schaut, sondern eine möglichst gleichmäßige Ausleuchtung von dem ganzen Führerstand erreicht. Ja. Regelmäßig treffen sich Konstrukteur und Produktmanager. Da sieht man sehr schön dann auch im Normschacht die stromführende Kupplung drinstecken, die auf beiden Seiten angebracht ist, sodass man also auf beiden Seiten das Wagenset anhängen kann. Zu den Wagen kommen wir später. Zunächst einiges zum Vorbild, welches als Versuchsfahrzeug in Sachen Aerodynamik und verschiedene Motor- und Getriebeelemente bei der Deutschen Bundesbahn zur Verwendung kam. Ende der 1950er Jahre war der VT, beheimatet in Nürnberg, auch als Zugpferd im Fränkischen gefragt. Der VT92501 entging der Verschrottung. Und so konnten im Jahr 2005 acht wackere Eisenbahnfreunde das Fahrzeug erwerben, um es in Ruhe aufzuarbeiten. Der Produktmanager hat sich intensiv mit dem Einzelgänger beschäftigt, kennt seine Vita. Er hat aber auch eine kurze Zeit einen Einsatz gehabt im normalen Eilzugverkehr. Und genau diese Zeitspanne zwischen 1957 und 1959, die wollen wir im Modell nachbilden. Das ist genau die Zeit, da hat er tatsächlich Eilzüge gezogen zwischen Nürnberg und Amberg, Nürnberg und Furt im Wald. Und wir haben genau diese Strecke uns herausgesucht und genau da spielen wir dann auch mit unserem VT92501. So warten die Reisenden am Bahnsteig auf die Einfahrt des Zuges. Sie haben sich mittlerweile an den purpurroten Exoten gewöhnt, kommt er doch fast täglich hier angedieselt. An Bord des Modells arbeitet ein geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse. Der Digitaldecoder MFX Plus bietet 30 Funktionen und eine Überraschungsfunktion. Gut zur Epoche 3 passt das Behelfsstellwerk, welches Märklin 2004 als Einmalserie anbot. Es wurde nachträglich modifiziert und erhielt eine Einrichtung mit Beleuchtung. Der schmucke VT92501 ist eine komplette Neukonstruktion bei Märklin und Trix. Zahlreiche schaltbare Lichtfunktionen erlauben die Beleuchtung in verschiedenen Bereichen. Dies gilt nicht nur für die beiden Führerstände, sondern auch für den Gepäckraum oder den Gang. Sogar das WC kann separat erhellt werden.
Das Gehäuse des aus Formteilen montierten Handmusters besteht aus Zinkdruckguss. Sehr schön kontrastiert die sandgelbe Zierlinie mit dem grauen Dach. In Göppingen denkt man stets in Zügen. Es wird ein passendes Wagenset dazu geben mit 4 Wagen. Wir haben einen Gepäckwagen dabei, wir haben dann noch einen Reisezugwagen und wir haben 2 vierachsige Umbauwagen mit dabei. Alle 4 Wagen sind ausgestattet mit einer serienmäßig eingebauten Innenbeleuchtung, stromführenden Kupplungen. Und über die stromführende Kupplung vom VT92.5 kann dann über einen Decoder die Innenbeleuchtung der Personenwagen geschaltet werden. Und der Zuglauf selber, der spielt dann auf der Strecke von Nürnberg über Sulzbach-Rosenberg, Schwandorf bis fort im Wald. Die Ausfahrt steht und so kann der Eilzug wieder Fahrt aufnehmen. Der Radius R1 kann mühelos befahren werden. Übrigens liegt dem Modell eine weitere Pufferverkleidung für die Vitrinenpräsentation bei. Die Beleuchtung aller Modelle erfolgt mit wartungsfreien, warmweißen Leuchtdioden. Das Lüfterrad wird bei der Serienausführung digital separat schaltbar und somit beweglich sein. Wieder einmal haben es die Göppinger verstanden, den Mitgliedern der Kundenclubs ein besonderes Fahrzeug samt passendem Zug anzubieten. Es lohnt sich also, Märklin Insider oder Trix-Club-Mitglied zu sein. Ganz wichtig, Bestellschluss ist der 14. August 2021. Den sollten Sie keinesfalls verpassen.